Es ist früher Morgen am Strand von Essaouira. Surflehrer Faisal Hamidi bereitet sich auf seine Kundschaft vor. Windstärke 6. Besser kann es nicht sein. Da kann der leidenschaftliche Wassersportler nicht widerstehen. Die Stadt an der marokkanischen Westküste hat viele Beinamen. Perle des Atlantiks, schöne, schlafende Wind City Africa. Kilometerlange Sandstrände, so weit das Auge reicht. Der 21-jährige Faisal ist amtierender Windsurfmeister von Marokko. Nach dem Abitur entschied er sich dafür, sein Hobby zum Beruf zu machen. Er ist Cheftrainer für Wind- und Kitesurfen bei einer der renommiertesten Surfschulen der Welt. Manche seiner Kunden kommen jedes Jahr. Der Wind ist das touristische Kapital von Essaouira. Lange Zeit schreckte er ausländische Urlaubsgäste ab. Heute bringt er vor allem jungen Menschen dringend benötigte Arbeitsplätze. Denn Surfsport liegt weltweit im Trend. Faisal hat viel zu tun. An Marokkos Atlantikküste ist das ganze Jahr Saison. Essaouira ist eine Top-Adresse für Kite- und Windsurfer. Solche Windverhältnisse gibt es in Marokko nicht überall. Der Strand ist für den Surfsport einfach perfekt. Deshalb kommen immer mehr Touristen aus der ganzen Welt hierher, um zu surfen und um von diesem starken Wind zu profitieren. Kitesurfen ist eine junge Wassersportart. Sie kombiniert Drachenfliegen und Wellenreiten. Anfänger müssen zunächst lernen, den Wind zu beherrschen. Erst danach dürfen sie auf das Brett. Essaouira thront auf einer schroffen Meereskante, 3 Autostunden von Agadir im Süden und 2 von Marrakesch im Osten entfernt. Vor fast 3000 Jahren hatten die Berber, die Ureinwohner Marokkos, hier einen Handelskontor gegründet. Strategisch gut gelegen, nahezu uneinnehmbar. Die Portugiesen gaben der Stadt im 16. Jahrhundert den Namen Mogador. So hieß Essaouira bis 1955. Die Architektur der Hafenstadt vereint Einflüsse der Berber, der Araber, der Portugiesen und der Franzosen.
2001 wurde Essaouira von der UNESCO auf die Liste des Weltkulturerbes gesetzt. Das zog Investoren und Orientliebhaber an. Viele Gebäude aus dem 18. und 19. Jahrhundert wurden mit großem Aufwand restauriert. Sie wurden zu Hotels oder Gästehäusern umfunktioniert. So entstand auch das erste Bio-Hotel Marokkos. Ein Neubau errichtet über dem ältesten Dampfbad der Stadt. Konzipiert und gebaut wurde es von der deutschen Biolandwirtin Felicitas Christ. Sie gab in Deutschland alles auf, um hier ihren Lebenstraum zu verwirklichen. Jeden Morgen geht Felicitas Christ mit der Hausdame und Köchin ihres Hotels einkaufen. Das Angebot auf den Fisch-, Gemüse- und Gewürzmärkten in der Altstadt ist vielfältig und gut. Für ihre Gäste kommen nur Produkte von den Kleinbauern der Region in Frage. Für sein Bio-Konzept hat das Hotel La Lamira bereits internationale Preise bekommen. Hotelgäste können morgens deutsche oder marokkanische Spezialitäten bestellen. Dann werden die benötigten Lebensmittel frisch eingekauft und individuell zubereitet. Heute haben sich Urlauber aus Australien marinierte Sardinen gewünscht. Eine Delikatesse. Nur naturbelassene und traditionelle Materialien wurden für den Bau des Hotels verwendet. Alle Zimmer haben solarbetriebene Fußbodenheizung. Alles in Ordnung? Ja, Allah sei Dank. Ah, Sardinen. Ja, nach Essaouira-Art. Braucht ihr noch was? Nein, wir haben alles. Kommt für Daus noch? Ja, ich habe sie auf 16 Uhr bestellt. Dann wird sie mithelfen? Ja, sicher. Gut. Sagt Bescheid, wenn ihr noch was braucht. Das Bio-Hotel wurde zum Lebensprojekt. Es war wie nach Hause kommen. Die Stadt, das Meer, hier die Möwen und eine wunderbare, freundliche Atmosphäre. Ich habe mich gleich in die Souks gestürzt und mit allen möglichen Leuten geredet. Und ja, es war einfach wie nach Hause kommen. Auch der 16-jährige Anwar liebt das Meer. Er besucht das Gymnasium, aber in seiner Freizeit und am Wochenende hilft er seinem Vater bei der Arbeit am Strand. Auf seinem Pferd Oscar hält er Ausschau nach Touristen. Sein Vater bietet Ausritte mit Pferden und Kamelen an, neuerdings sogar auch Quad-Fahrzeuge. Er ist mein Führer, er ist der Guide. Ja, das ist Anwar. Ist es dein Pferd? Ja, das ist Oscar. Oscar. Aber nicht schnell, langsam. Wir haben auch Quad-Fahrzeuge.
Sind die Kinder damit schon gefahren? Ja, sie haben schon etwas Erfahrung. Wir sind nicht das erste Mal in Essaouira. Wenn wir hierher in Urlaub kommen, dann machen wir immer einen Ausflug nach Kap Sim. Die Dünen dort sind wunderschön. Ich mag die Gegend. Dort in der Nähe liegt auch das Dorf, wo Jimi Hendrix mal war. Da gibt es auch einen Wald. Man kann dort auch zwischen den Dünen fahren. Und in den Dünen ein bisschen was rauchen. Was kosten 2 Stunden Fahrt? Eine Stunde um die 30 Euro. Eine Stunde 30 Euro? Das ist ja teurer als Reiten. Die Fahrzeuge sind teuer und der Sprit auch. Seit die lauten Vierräder aus Japan auch Essaouira erobert haben, ist es vorbei mit der Gemütlichkeit am Strand. Mittlerweile dürfen Quads nicht mehr in der Bucht und am Badestrand fahren. Dafür haben sie einen eigenen Strandabschnitt bekommen. Den müssen sie sich mit Pferden und Kamelen teilen. Die Tiere haben sich an den Lärm wohl schon gewöhnt. Die Surfer müssen ihn ertragen. Für Anua und seinen Vater sind Quads eine lukrative Einkommensquelle. Der Tourismus ist ihr Geschäft. Fast meine ganze Familie lebt in Diabat. Das ist ein Dorf, ungefähr 2 Kilometer von Essaouira entfernt. Wir haben dort ein kleines Familienunternehmen. Die Kunden werden teils von den Hotels geschickt, teils finden wir sie hier am Strand. Man kann bei uns Reitausflüge buchen, eine Stunde oder auch länger. Wir haben auch einen 6-tägigen Wanderritt nach Agadir im Programm, mit Verpflegung und Übernachtung. Wir haben immer neue Ideen. Sogar Visitenkarten haben wir jetzt. Wir verteilen sie an unsere Kunden, die geben sie dann an ihre Freunde weiter. So werden wir immer bekannter. Hasna gehört zu den jungen Frauen, die auf der Festungsmauer Tattoos mit dem Naturprodukt Henna anbieten. Kunstvoll werden Muster auf die Haut, meist auf Hände und Unterarme aufgetragen. Ein Handschuh auf Zeit, mit dem sich Marokkanerinnen gerne für Hochzeiten und Geburtsfeste schmücken. Auch Badeurlauberinnen nehmen Hasnas Dienste gerne in Anspruch. Ich bin oft am Strand von Sidi Kauki. Da musst du aber gut mit der Sonne aufpassen. Ja, es kann ganz schön heiß werden. Man wird dort sehr schnell braun. Ich war auch mal am Strand von Sidi Abdullah, bei den Wasserfällen. Das kenne ich nicht. Das ist nicht weit von Sidi Kauki. Und du willst ein echtes Mädchen von Essaouira sein. Ich komme eben aus der Stadt. Der Strand liegt auf der Strecke nach Agadir. Aber er gehört noch zu Essaouira. Ich mag lieber die Wasserfälle von Oussout. Wo liegen die? Zwischen Marrakesch und Beni Mellal. Ich mag lieber Essaouira. Glaub mir, es ist wirklich schön dort. Ich bin nicht weit von der Festungsmauer geboren. Als ich das erste Mal meine Augen öffnete, sah ich gleich das Meer. Seit ich 7 Jahre alt bin, male ich Muster auf die Haut. Am Anfang mit Kugelschreiber, später mit Henna. Heute bin ich Vollprofi. Ich gehe noch zur Schule, aber in den Ferien arbeite ich als Henna-Künstlerin. Mittlerweile habe ich sogar Stammkunden. Mit ihrer Arbeit verdient Hasna ihr Taschengeld und unterstützt auch ihre Familie.
Bis vor kurzem trugen Frauen in Essaouira noch den Schleier. Henna-Zeremonien durften nur im Haus durchgeführt werden. Ich kaufe die Henna-Blätter nicht frisch, sondern schon fertig getrocknet und gemahlen beim Gewürzhändler. Ich mische sie mit Wasser in einer Plastiktüte, bis es so aussieht wie das hier. Und dann kann ich damit arbeiten. Ich mache alle Arten von Tattoos. Einfache und komplizierte Muster, traditionell oder modern, je nach Wunsch. Immer mehr junge Leute, Mädchen und Jungs, bevorzugen moderne Muster. Für Tribal-Tattoos nehme ich schwarzes Henna. Das rote ist nur für Frauen bestimmt. Essaouira blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Ganz unterschiedliche Kulturen haben ihre Spuren hinterlassen. Moslems, Christen und Juden. Bis Ende des 19. Jahrhunderts war gut die Hälfte der Bevölkerung jüdisch. Es heißt, die Stadt habe mehr Synagogen als Moscheen besessen. Nach der Gründung Israels wanderten die Juden jedoch größtenteils aus. Noch immer gilt Essaouira als sehr tolerant. Die Mela, das jüdische Viertel, wird heute von einer gemischten Bevölkerung bewohnt. Essaouira ist auch die Hochburg der Gnauer Musik. Die Gnauer sind Nachfahren schwarzer Sklaven, die für die Neugestaltung der Stadt und den Bau der Hafenfestung im 18. Jahrhundert aus Ghana und dem Senegal geholt wurden. Ihr kulturelles Erbe prägt Essaouira bis heute. Die Musik hat ihre spirituellen Wurzeln im afrikanischen Voodoo. Bis vor kurzem war sie fest in Männerhand. Die Musikerin und Tänzerin Saida hat dem Männermonopol ein Ende gesetzt. Ihre Töchter und Nichten sind mit Begeisterung dabei. Meine Mutter, Meisterin Saida Ganya, hat unsere Gruppe gegründet. Viele ahmen uns nach, aber wir sind die Echten. Wir sind mit Gnauer Musik und Trance groß geworden. Mit Allahs Hilfe wird unser Auftritt erfolgreich sein. Ich bin glücklich, dass ich in so einer musikalischen und spirituellen Familie aufgewachsen bin. Und ich bin froh, dass ich zu den wahren Gnauer Musikern gehöre und in der Gruppe meiner Lieblingstante spielen darf. Es lebe die Gnauer Trance-Nacht. Die selbstbewussten Musikerinnen haben ein Ziel vor Augen. Sie wollen unbedingt auf dem bevorstehenden Gnauer Festival von Essaouira auftreten. Das Festival ist der künstlerische Höhepunkt des Jahres für die Gnauer Fangemeinde. Sie wären die Musikerinnen, denen dies gelingt. Die Idee, eine Frauengruppe zu gründen, hatte ich schon lange. Heute gibt es überall Gnauer Festivals und alle möglichen Möchtegern-Musiker treten dort auf. Deshalb habe ich beschlossen, meine eigene Gruppe zu gründen, mit echter Gnauer Musik. Ich möchte den jungen Frauen alles beibringen. Sie können schon viel. Sie tanzen, spielen auf den großen Trommeln. Auf der Genbri mit den Kastagnetten. Wer die Männer nicht mehr sehen will, kann jetzt Musikerinnen buchen.
Es gibt in ganz Marokko keine Frauengruppe wie uns. Alle Töchter von Gnawa-Musikern der Familie Ganya mit echten afrikanischen Wurzeln. Es war Zeit, eine Frauengruppe zu gründen. Mit der Musik bringen wir die Welt zum Beben. Das ist neu. Pferdejunge Anouar hat heute frei. Gelegenheit, zusammen mit seinem Vater einer neuen Leidenschaft zu frönen. Das Benzin für die Quads wagt Karl sich selbst zu verpulvern. Der Wind ist an diesem Morgen so stark, dass Reiten, Baden und Surfen außerhalb der geschützten Bucht zu gefährlich ist. Für seine Windböen ist Essaouira berüchtigt. Nur Profis wie Surflehrer Faisal und ein paar Mutige trauen sich aufs Wasser. Faisal kann sich nicht vorstellen, woanders zu leben. Die weitläufigen Strände Essaouiras bieten ihm optimale Trainingsmöglichkeiten. Nationaler Meister im Windsurf-Slalom ist er bereits. Er träumt von einem internationalen Titel auf Hawaii. Wenn ich im Wasser bin, vergesse ich meinen Alltag und entspanne von der Arbeit. Beim Training genieße ich die Wellen. Heute war es zwar windig, aber die Wellen waren leider noch nicht hoch genug. Zum Windsurfen braucht man sehr starken Wind. Die Wellen sollten schon mindestens 1,5 Meter hoch sein. Ich versuche jeden Tag nach der Arbeit ab 18 Uhr mindestens 2 Stunden zu trainieren. Es stehen einige Surfwettbewerbe vor der Tür, für die ich mich vorbereiten muss. Ich habe noch viel zu tun. Anouar und sein Vater Abdel Fattah Faiz machen dagegen heute Minus. Bei diesem starken Wind bleibt die Kundschaft weg. Essaouira ist einer der wenigen Orte, an denen man sich auf keinen Wetterbericht verlassen kann. Das Wetter wechselt von einem Augenblick zum anderen. An einem Tag kann es bis zu 3 ganz unterschiedliche Vorhersagen geben. Morgens Sonne und Wärme, nachmittags Wind und später dann Nebel. So ist unsere Stadt. Sie liegt auf einer Landzunge, die 16 Kilometer ins Meer hineinragt. Das Wetter wird somit von Ebbe und Flut beeinflusst. Starker Wind kommt immer mit der Flut. Wer den böigen Winden und den lauten Quads entfliehen will, kann einige wenige Kilometer Richtung Süden fahren und trifft dort auf kilometerlange, fast menschenleere Sandstrände, gesäumt von grüner Vegetation. Der Südwesten Marokkos zwischen Essaouira und Agadir ist die einzige Gegend der Welt, in der diese Baumart wächst. Argania spinosa. Warum dies so ist, ist dem Botaniker noch immer ein Rätsel. Arganwälder sind die Lebensgrundlage der Berber. In Kooperativen zusammengeschlossen, gewinnen die Frauen aus den Kernen der Früchte Arganöl, das sogenannte flüssige Gold Marokkos. Ja.
Kaltgepresstes Arganöl gehört zu den teuersten Ölen der Welt. Gut 100 Euro kostet der Liter. Die Frauenkooperativen können mit der weltweit steigenden Nachfrage kaum Schritt halten. Felicitas Christ ist ein gern gesehener Gast in der Kooperative von Tamund. Die ehemalige Biolandwirtin arbeitet seit Jahren eng mit der Leiterin der Genossenschaft zusammen. Sie berät sie fachlich und unterstützt die Frauen auch durch Spenden. Tarabt Rajmain wuchs mit Landwirtschaft auf und studierte Betriebswirtschaft. Schon als Kind half sie mit in der Arganölproduktion, so wie die meisten Kinder in der Gegend. Heute setzt sie sich für bessere Arbeitsbedingungen und Löhne ein. Die Frauenkooperative von Tamund hat 34 Mitglieder. Beschlüsse werden demokratisch gefasst. Jedes Mitglied ist stimmberechtigt. Anstelle von Stundenlohn gibt es Gewinnbeteiligung. Die Kooperative entwickelt sich gut, aber Tarabt hat ihr Ziel noch nicht erreicht. Es werden noch viel mehr Arbeiterinnen benötigt, um die Produktivität zu steigern. Viele Männer verbieten ihren Frauen jedoch die Mitgliedschaft in der Kooperative. Sie sollen sich lieber um die eigene Landwirtschaft, Haushalt und Kinder kümmern. Einen einzigen Mann gibt es in der Kooperative von Tamund. Gegen Tageslohn bedient er die mechanische Nussschälmaschine. Ein Arbeitsschritt, der früher sehr aufwendig war. Bei ihren Besuchen deckt sich Felicitas Christ mit Produkten der Kooperative ein. In ihrem Bio-Restaurant wird mit Arganöl gekocht. Sie bietet es aber auch ihren Gästen zum Kauf an, zum Selbstkostenpreis. Arganöl findet auch kosmetische Verwendung, zur Pflege von Haut und Haaren oder als Massageöl. Die Nachfrage ist sprunghaft angestiegen, nachdem Anfang der 90er Jahre die heilenden Wirkstoffe im Arganöl entdeckt wurden. Aus der ganzen Welt begannen Unternehmen, bei den Werbern geknackte Argannüsse in großen Mengen aufzukaufen. In Fabriken werden sie seither maschinell und damit viel kostengünstiger verarbeitet. Die Folge? Für die Kooperativen bleiben immer weniger Nüsse übrig. Und sie können mit den Preisen der großen Firmen nicht konkurrieren. Felicitas Christ und Tarabt Rajmain bemühen sich seit Jahren um ein Fairtrade- und Bio-Siegel für die Produkte der Kooperative. Eine solche Auszeichnung würde ihnen im Konkurrenzkampf gegen die industriellen Massenprodukte helfen. Die Ratschläge der engagierten Biolandwirtin werden gebraucht. Als ich 2004 in der Kooperative angefangen habe, war Felicitas bei den Frauen schon bekannt. Seit über 7 Jahren hilft sie ihnen schon, ihre finanzielle Situation zu verbessern. Mittlerweile ist sie fast schon eine von uns geworden. Aber das kann ich immer noch nicht. Immerhin hat sie fast alle wichtigen Entwicklungen der Kooperative miterlebt. Den Grundstückskauf, den Bau der Gebäude und auch den Besuch des Königs. Wieder an der Küste. In den 60er und 70er Jahren waren Essaouira und insbesondere Djabat, das nahegelegene Heimatdorf von Anouar und seinem Vater Faiz, Pilgerziel von Hippies und Musikern.
Jimi Hendrix, die Rolling Stones, Bob Marley, Cat Stevens. Sie alle kamen und ließen sich von Marokko und seinen Stränden musikalisch inspirieren. Vor allem der Aufenthalt von Jimi Hendrix hat das Dorf zur Kultadresse werden lassen. Das Haus, in dem er vorübergehend gewohnt haben soll, wurde zum Jimi-Restaurant umfunktioniert. Überall hängen Fotos und Bilder des Pop-Idols. Die Idee stammt aus Anwars Familie. Der Besitzer des Restaurants ist sein geschäftstüchtiger Onkel Hussein. Abdel Fattah Faiz war in den 60ern zwar noch ein Kind, doch wie das ganze Dorf strickt er die Legende der Hippie-Zeit gerne weiter. Als Jimi Hendrix hier war, war die Hippie-Bewegung voll im Gange. Überall wurde Haschisch geraucht. Das war eine schöne Zeit. Die Dorfbewohner lebten mit den Hippies gut zusammen. Es gab keine Probleme. Die Hippies kauften bei uns Eier und Hühner. Sie wohnten sogar bei uns. Wir profitieren noch heute von dieser Zeit. Denn viele Touristen kommen hierher, um das Jimi Hendrix-Dorf zu sehen. In einem Lied hat uns Jimi Hendrix verewigt. Er hat uns als nette Leute und unsere Landschaft als ruhig und friedlich beschrieben. Seit Essaouira zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört, bemüht sich die Stadt um einen Imagewechsel. Sie will den Ruf als Hippie-Mekka hinter sich lassen und Badeurlauber aus dem In- und Ausland gewinnen. Es wurde viel investiert, um den Strand auszubauen und ihn attraktiver zu gestalten. Inzwischen zählt er zu den größten und saubersten Stränden Marokkos. Seit die Stadt einen Flughafen hat und die Autobahn nach Marrakesch fertiggestellt ist, kommen zunehmend Kurzurlauber, insbesondere junge Leute. Ich bin zum ersten Mal in Essaouira. Wir sind gestern angekommen. Ja, ich mag es. Wir waren 3 Wochen in Marrakesch. Da ist es chaotischer. Hier ist es viel entspannter. Die Stadt ist sehr schön. Hier weht immer ein frischer Wind. Es bleibt angenehm kühl. Und der Strand ist gut. Wir haben keine Handtücher dabei. Das ist unangenehm. Der Ort hier scheint entspannt zu sein. Alles ist sehr nett. Die Männer sind nicht so aufdringlich hier. Marrakesch schaut dich einfach um. Andauernd ruft jemand, kauf dieses, kauf jenes. Aber hier kannst du dich in Ruhe in den Geschäften umsehen. Wir leben an der englischen Küste. Hier ist der Strand viel größer. Es ist so viel mehr Platz. Und überall feiner Sand, keine Steine wie bei uns in England. Faisal hat die Surfschule früher geschlossen als sonst, denn es ist Festivalzeit. Seit mehr als 10 Jahren findet in Essaouira das internationale Gnawa-Festival statt. Immer in der letzten Juniwoche. 3 Tage lang steht die marokkanische Hafenstadt im Bann der afrikanischen Trommeln.
100.000 Einwohner zählt die Stadt. Während des Festivals kommen noch einmal so viele Besucher hinzu. Musik, live, überall. Den Einheimischen wird es manchmal zu viel. Essaouira hat den Ruf, eine kleine, ruhige Stadt zu sein. Während des Musikfestivals erkennt man sie aber kaum wieder. Besucher aus ganz Marokko und sogar aus allen möglichen Teilen der Welt kommen hierher. Aber zum Glück dauert das nur eine Woche, dann kehrt endlich wieder Ruhe ein. Das Bio-Hotel La Lamira hat zur Gnauer Mystik seine eigene Verbindung. Das Dampf- und Heilbad, über dem es errichtet wurde, ist nach einem Geist des Gnauer Glaubens benannt. Mehr als 100 Jahre wurde es vor allem von der dunkelhäutigen Bevölkerung besucht, ehemaligen Sklaven aus Schwarzafrika. Nach wie vor gilt es als Heilbad. Zwei- oder dreimal pro Jahr bringt die Gnauer Meisterin Saida Opfergaben für die Geistfrau La Lamira. Eier, Kerzen, Henna und Weihrauch. Ein Ritual für sich selbst oder im Auftrag für andere. Es soll Heilung und die Erfüllung von Wünschen bringen. Über dem alten Heilbad sind die Räume des Bio-Hotels. Der ehemalige Umkleideraum beherbergt heute das Restaurant. Überall sieht man gelb, die Farbe der Geistfrau La Lamira. Sämtliche Räume sind im marokkanischen Stil eingerichtet. Das Hotel ist während des Gnauer Festivals vollständig ausgebucht. Die Gnauer Meisterin und ihre Tochter sind froh, dass die Hotelbesitzerin das traditionelle Bad nicht abgerissen hat und die Gnauer Rituale weiterhin gestattet. Während der Festivalwoche wird der Strand von Essaouira für Open-Air-Konzerte genutzt. Das Publikum strömt von überall, denn sie sind kostenlos. Yeah.
Bei Saida wird zu Hause getanzt und gesungen. Der Traum vom großen Bühnenauftritt wurde vereitelt. Die Festivalleitung hat der Frauengruppe in letzter Minute eine Absage erteilt. Die genauer Musikerinnen lassen sich jedoch nicht entmutigen und hoffen auf eine Zusage im nächsten Jahr. Denn so vieles in der arabischen Welt ist im Wandel. Saidas Familie ist dennoch auf dem Festival vertreten. Ihr Bruder Mahmoud Ghania tritt jedes Jahr auf. Er ist nicht nur in Marokko ein Star, sondern gehört weltweit zu den erfolgreichsten Gnawa-Musikern. Essaouira an der marokkanischen Atlantikküste. Der Wind und die Musik bestimmen das Flair dieser Stadt. Noch immer reiselustig? Dann kommen Sie gleich mit ins Kongo-Becken. Der zweitgrößte Regenwald der Welt hält so manche Überraschung bereit. Doch zuvor das Neueste aus der Welt im Arte-Journal.